Willkommen zurück, meine Freunde hier im Bravely Default. Im letzten Part haben wir wieder festgestellt, juhu, wieder mehr Sidequests und Nachholgedöns und blabliblub. Aber es hat sich wieder etwas verändert hier links unten in der Sidequest, in der ersten, die wir durchgenommen haben. Und es ist interessant, muss man dann schon lassen. Aber, wie im letzten Part schon gesagt, werde ich das jetzt etwas anders machen, nämlich... Ich werde hier das doch gekürzt zeigen. Ich werde die Kämpfe rausschneiden. Ich werde auch, wenn es nicht wirklich so interessant ist, werde ich auch die Texte weiterklicken, ohne jetzt zu warten, bis sie ausgesprochen haben. Weil nach der Zeit, ja, ich lasse halt nur das drinnen vollständig, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt wieder spannend. Ne, wie letzte Sidequest dann nach dem Kampf. Das fand ich spannend, das habe ich dann drinnen gelassen. Aber alles andere, das kann man sich auch durchlesen. Naja, und da steht heute an. Also, let's begin this shit und so. What's he talking about? First, I'd like you to answer a question, Ominous. No questions. You'll speak when... Plus, I said there'd be no special treatment. Tell your valet. And you. You? Ah! It's you! You're the Wind Vestal. From the Wanted poster. What are you doing with Adia? I won't have it. I look forward to having her under my command. Oh, right. I think I remember this now. Be quiet! Don't talk to me! You can't be real! Sully Miola! Ha! This is all some evil illusion brewed up by the Vestal. Let's see how it stands up to... What is with you people? Stay away from me! It's just not right! It's cheek of it! Aber ich muss schon sagen, dass es interessant ist, ne? Was hier eigentlich gespielt wird, ne? Jetzt wird nach der Windwestelin schon gefahndet. Ja, es ist schon interessant, muss man dann sagen, ne? Es ist nicht absolut langweilig hier, wenn man das hier jetzt ständig wieder durchkauern muss. Naja, die Sidequests muss man eigentlich nicht durchkauern, aber ich mach's gerne. Solange es Sinn ergibt und mich reizt. Und es reizt mich auch, weil es ist interessant, ne? Wie sich das jetzt ständig immer verändert. Naja, aber den werde ich jetzt auch gleich wegfegen. Und ich habe jetzt auch die Schwierigkeit auf leicht gestellt, weil... Ja, so viel... Ist eigentlich selbstverständlich, oder? Ich möchte hier jetzt einfach nicht so viel Zeit damit verschwenden. Es ist ein interessantes Konzept, muss man dann sagen. Auch wenn es dann später... im 7. Kapitel wieder so aussehen wird, wie auch immer, oder im 8. auch wieder, und dann im 9. und 10. und 11. bis zum 100. Kapitel, das immer so durchgehauen wird, obwohl ich glaube, dann wird's langweilig. Obwohl, das wäre auch was Interessantes, ne, so eine Irrfahrt, die nicht enden will. Aber das ist wieder so eine Frage, ist das als Videospiel überhaupt, taugt das denn irgendetwas? Ich würde dann eher Nein sagen, weil, ja, nach der Zeit wird es schon langweilig. Auch wenn immer wieder was Neues dazukommt, aber, ja. Naja, aber es ist schon interessant, ne? Besonders, weil wir ja letztens herausgefunden haben, dass eventuell, dass das vielleicht doch keine Parallelwelt ist. Das war zwar jetzt nur mein Gedanke, dass das keine Parallelwelt ist. Weil die ja immer wieder aufstehen anscheinend. Die stellen sich jetzt dann tot, nachdem wir sie besiegt haben, und dann stehen sie wieder auf und leben ihr Leben weiter. Und wie sie, warum sie nicht sterben durch diese Kämpfe, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es interessant hier. Naja, aber genug gequasselt. Natürlich nehme ich mir dann auch hier die Zeit, über diverse Sachen hier zu reden, wenn mir spontan was einfällt dazu. Ich hoffe jetzt mal, dass der mal bald drauf geht. Und ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass ich es wegdrücke. Ich verstehe das ja schon, weil
Ich finde die Synchro hier in diesem Spiel auch sehr gut. Auch zum Beispiel jetzt hier, dieser Schwarzmagier. Der hat eine interessante Synchro und auch eine sehr gute, finde ich. Und wenn ich das jetzt einfach so wegdrücke, aber ich denke halt, es nimmt irgendwie so viel Zeit in Anspruch. Irgendwie schon, ne? Obwohl das jetzt, es ist immer nur etwas Neues und nicht brandneu, so gesehen. Ja, es muss ja nicht immer alles nur brandneu sein, dass man es zeigen kann, aber das fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich jetzt im Pokémon meine Pokémon trainieren. Gegen wilde Pokémon die ganze Zeit kämpfe. Es fühlt sich so an, dass ich das auch im Let's Play dann drinnen lasse. Das ist eben dann doch ziemlich langweilig. Es kommt hier halt doch ein bisschen doch hinzu, dass immer ein kleiner Twist dann am Ende ist, ne? Beziehungsweise weil die ja immer etwas anderes dann reden und etwas anderes preisgeben. Das finde ich ja interessant, aber im Prinzip her, vom Konzept her, ist es auch nicht sehr spannend, würde ich sagen. Deswegen, ja. Schauen wir mal. There should be no more fight. Okay. Hier wird jetzt nichts mehr gequasselt. Warum denn? Naja, dann sehen wir uns dort oben wieder. In dieser Festung. Und ich denke mal, eigentlich, na, obwohl bei dem kann ich mir vorstellen, einen Magier reintun. In dir, du schaust noch sehr frisch aus für einen Magierjob. Weil das habe ich gelernt, ne? Das ist mir noch in Erinnerung geblieben, dieser Hengst dort oben, ne? Mit seiner Resistenz gegen physische Angriffe und... Ja, das sollte man am liebsten hier speziell angreifen. Ja, das muss ich ja nicht mit euch durchnehmen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Und so. Okay. Da kam mir gerade der Sinn. Ah, da oben ist ja die Truhe. Und haben wir nicht irgendeinen Truhenschlüssel bekommen oder sowas? Okay, dann haben wir was anderes, was ich nachholen kann. Juhu. Ach Gott, das wird so viel Arbeit für mich, alles herumzuschneiden, das und das rausschneiden und dann die Truhe, wie ich die Truhe öffne, das reinschneiden und hier die Kämpfe rausschneiden und den Weg rausschneiden und nur das drinnen lassen, das, was ich hier als wichtig empfinde. Ach ja, ich sag das euch, ne, was ich für euch an Arbeit hier jetzt verrichte. Ja, das... muss euch dann auch letzten Endes bewusst werden, ne? What's the meaning of this idea? A message from headquarters. You intend to capture and kill Anya? Go on. Yes, sir. No, let her hear it. Sir, the message reads, find the Vestal and keep her safe. Do not harm a hair on her head. Wait, you're not to catch and kill her? Why would the Lord Marshal give such a ludicrous order? We're to protect the Vestal from the Orthodoxy and its corrupting influence. How have you risen to this post without knowing that much? Oh, I was just a bit confused, that's all. Your words make no sense. It disturbs me that you think there can be any excuse for your actions. You shall have to learn the resolve of a knight, the hard way. Father judged you to have come of age. That is why he assigned you to the Eternian Sky Knight. But you throw it back in his face. For shame. Aber das muss man dann an dieser Stelle auch sagen. Es ist wirklich interessant, ne? Dass das jetzt alles wirklich in Richtung Wahrheit geht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ne? Dass das wahr ist, alles, was wir jetzt schon mal gehört haben hier. Und dass sie jetzt so gesehen die Guten werden. Von den Bösen zu den Guten werden, kann man jetzt so sagen. Ja, böse und gut, das ist wieder so Schwarz-Weiß-Denken. Aber es ist schon interessant, muss man an dieser Stelle dann schon sagen. Ein bisschen hätte ich mich hier doch aufheilen sollen. Fällt mir gerade auf. Naja, ist auch wurscht. So, alle angreifen mit Blitz. Mit Blitzi-Blitz. Und dann schauen wir mal. Physische Abwehr und...
Los, sterbet, Kinder, sterbet, das möchte ich sehen. So. obwohl ich glaube, die Kämpfe sollten hier eigentlich doch relativ schnell gehen, ne? So, ich würde sagen, Tis, du greifst einfach mal an und ihr geht mal in die Verteidigung. Ja, das zieht dann doch ziemlich viel ab. Ja, Fey, gut gemacht, Fey. Fey. Naja, diesen Kampf lasse ich jetzt einfach mal drin, weil ich glaube nicht, dass der jetzt noch so schwer werden wird, hier zu besiegen. Los, ja. Gut. Obwohl, da könnte ich mir das dann doch sparen, das rauszuschnibbeln alles, wenn das so schnell geht. Dann könnte ich über das Rätsel raten, was hier passiert, was gesagt wird. I'm sorry, Lord Marshall. Partygespräch schon wieder. Aber wenn wir jetzt sie wirklich nie umbringen jetzt damit. Das ist wirklich das Fragwürdige hier. Warum werden die nicht getötet? Was ist hier? Was generell das Ganze? Was wird hier gespielt? Sehr interessant. Interessant. Genau. Naja, ich würde sagen, Partygespräch und dann schneide ich zu den Truhen hin. Oder, ja, ich schneide einfach dann zu den Truhen hin. Weil das möchte ich endlich mal hinter mir haben. Das hat mich schon die ganze Zeit genervt, ne? Immer dieser Gedanke, hey, es gibt ja noch diese Raimon-Truhen, die musst du noch öffnen. Oh, bis ich alle finde. Naja, ich schaue jetzt erstmal die die wahre Tapferkeit von Ritter irgendwas. Ich werde jetzt erst einmal aus Erinnerung suchen, nachsuchen gehen und wenn mir irgendwas nicht mehr einfällt, dann schaue ich einfach nach. So viel Zeit möchte ich dann auch nicht damit verschwenden, jetzt die ganze Welt noch einmal zu erkunden. Aber schauen wir mal. Naja, Ritter, Argent Heinkel, wie auch immer. Er hat wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht einmal vor dem Tod hatte er Angst. Natürlich nicht. Alle Ritter Eternias kennen keinerlei Furcht im Angesicht des Todes. Da fällt mir jetzt auch wieder ein, auf Real Life bezogen. Ich habe mal gelesen, wegen den IS, ne, dass die Krieger, also ne, die Soldaten, sind das Soldaten, naja, dass die alle ständig unter Drogeneinfluss sind. Eine bestimmte Droge nehmen sie immer zu sich. Und dadurch werden sie aufmerksamer, dadurch strotzen sie vor Adrenalin die ganze Zeit, sind aufmerksam und können Unmögliches so gesehen verrichten dadurch. Und sie kennen dann dadurch auch keine Angst mehr. Das wird völlig abgeschaltet durch die Droge. Und an das muss ich jetzt gerade denken. Weil die das immer wieder nehmen, hat das dann zum Nachteil, dass die Persönlichkeit jetzt gestörter wird und auch aggressiver. Was natürlich ziemlich beschissen ist, ne? Aber ja, ist auch mal interessant nachzudenken, wenn man sich denkt, die sind ständig unter Drogeneinfluss. Und deswegen machen sie solch. Deswegen können sie überhaupt diese Taten vollrichten. Das wäre eigentlich eine gängige Erklärung, warum solche Leute so grausige Taten vollrichten. Weil sie einfach unter Drogen stehen, wo gewisse Teile im Gehirn abgeschaltet werden. Was natürlich ziemlich ist. Aber wenn das wirklich stimmt, dann kann ich jetzt für mich sagen, okay, wenn ich jemals irgend so ein Typi persönlich irgendwann mal im Leben treffe, dann weiß ich, mit Vernunft ihn einreden, das bringt nichts. Wenn der wirklich so unter Drogen steht. Naja, an das musste ich jetzt gerade denken. Vielleicht hat der auch Drogen genommen, wer weiß. Das gehört zum Ehrenkodex des Herzogtums und ist der Beweis für die Tapferkeit eines Ritters. Oder sie stehen unter Drogen. Sich ohne Furcht dem Tod zu stellen, im Namen einer Sache, an die man glaubt, ist wirklich ein bewundernswertes Credo. Oder man steht unter Drogen und macht deswegen die ganzen Sachen hier, ne? Das ist dann nicht so ehrenwert.
aber als eine Doktrin, die andere zu einer solchen Prüfung ihrer Tapferkeit zwingt, das kann ich nicht gutheißen. Nee, nicht gutheißen. Naja, wie gesagt, lauter Planänderungen, ne? Aber ja, das ist zwar ein bisschen verpeilt, ne? Ich habe ja eigentlich gesagt, ich werde die Kämpfe rausschneiden und das machen, aber jetzt habe ich wieder die Pläne etwas anders gestaltet und jetzt gehe ich komplett was anderem nach, ne? Die Truhen werde ich jetzt einfach suchen gehen. Ja, ist zwar ein bisschen verplant, aber ich würde auch sagen, das ist gar nicht so schlecht. Man sollte dann doch immer offen sein gegenüber Veränderungen. Und ja, ich habe jetzt den Anschein, dass das Beste ist jetzt in diesem Fall, wie ich das jetzt so machen werde, ne? Weil ich denke, Leute haben doch immer wieder Angst vor Veränderungen. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil es dann was Neues ist und sie haben nicht so viel Mut oder stehen nicht wirklich so hinter dieser Meinung, ihre Entscheidung, die sie jetzt so kürzlich, kann man kürzlich sagen, so kürzlich vor kurzem beschlossen haben, ne? So, war da noch irgendwas? Jetzt muss ich gleich nachdenken gehen. War da irgendeine Truhe? Naja, jetzt habe ich wieder voll den Faden verloren. Veränderungen. Achso, weil es etwas Neues ist und sie haben nicht wirklich den Mut oder das Selbstvertrauen, hinter dieser Meinung dann zu stehen. Oder aber... Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Obwohl... Ich würde aber auch gerne hier nachsehen. weil anscheinend gibt es hier ja einen gewissen Bruder, der eigentlich noch am Leben ist, ne? Haben wir ja gehört. Da gehe ich jetzt auch gleich nachgucken. Wo war ich denn jetzt? Okay, da, sorry, dass ich jetzt so verpeilt bin. Da entschuldige ich mich, aber für das, dass ich ständig jetzt meine Pläne ändere, da entschuldige ich mich nicht. Weil ich stehe dahinter, dass das das Beste ist, wenn man immer sich wieder Gedanken macht, wie man etwas gut macht. Naja, sie sind ashamed. wie heißt das deutsche Wort? Peinlich, das ist, oh, das Wort. Peinlich, es ist ja gar... Es ist peinlich, dass man nicht auf peinlich kommt, auf das Wort, ne? Denen ist das einfach peinlich, weil sie dann zustimmen müssen, so gesehen, dass sie etwas falsch gemacht haben, wenn sie jetzt ihre Meinung ändern, ne? Ich glaube, das ist auch ein großer Einfluss, warum Leute einfach so Angst vor Veränderungen haben oder so. Was absoluter Blödsinn ist. Was denken sich die Leute da eigentlich immer wieder? Dass Menschen perfekt sind? Perfekte Wesen? Still here. Same as ever. Aber eigentlich hat es ja geheißen, dass hier jemand sein sollte. Ich wurde gelogen und betrogen sogar. Ich wurde betrogen und verlogen und gelogen und getoben und so. Und ich heiße das nicht gut. Naja, wie gesagt, das ist absoluter Blödsinn, wenn man denkt, dass das zu peinlich ist, wenn man irgendwie dann sich verändert, weil man damals, als man die falsche Entscheidung getroffen hat, sagen wir jetzt mal, dass man hier Fehler gemacht hat. Das ist absoluter Blödsinn. Warum gesteht man dann die Fehler nicht ein? So kommt man im Leben nicht weiter. Wenn man die ganze Zeit nur... Oh, es ist aber so peinlich, ey. Was sollen die Leute denn denken? Ich bin nicht perfekt. Boah, ey, das geht doch gar nicht. Also, ich denke schon, dass das der Gedankengang von vielen Leuten ist. Und ich finde das absolut bescheuert. Naja. Aber Leute, jetzt habe ich mich wieder verplappert. Ich werde jetzt einfach nur die Truhen reinschneiden. Jetzt so im zackigen Schnelldurchlauf und so, ne? Dann kann man das jetzt noch in diesen Part reinpacken und dann im nächsten Part werden wir uns voll und ganz auf die Sidequests und so konzentrieren. Also man sieht sich gleich wieder und so. Speed und so. Nein, nicht Speed.
sondern schnell so zackig durchgehen, ey. Ey. Vogelbeobachtung? Keine Ahnung, warum hier auf einmal ein Partygespräch ist, aber ist auch interessant zu sehen, dass hier ein Partygespräch ist. Einfach ein Ort, wo keine Sidequest angezeigt wird. Okay. Unglaublich, hier gibt es nur tote alte Bäume und dennoch ist die Vogelwelt so vielfältig. Dieser Vogel, ich könnte schwören, ihn schon irgendwo mal gesehen zu haben. Das ist ein Luchsenseeschwalbe. Eine Luchsenseeschwalbe. Ja, wirklich eine Luchsenseeschwalbe? Ich bin mir sicher, sie schon einmal gesehen zu haben, aber nur wo? Du hast sie bestimmt in deinem Heimatland gesehen, wahrscheinlich im Sommer. Ja, jetzt erinnere ich mich, aber woher um alles in der Welt weißt du das? Die Luchsenseeschwalbe ist bekannt für ihre Wanderungen entlang der nördlichen Hemisphäre Luxendarks. Sie machen im Sommer kurz Halt in Eternia, im Frühling und im Herbst ziehen sie nach Caldisla. Den Winter verbringen sie schließlich im Florem, wo es wärmer ist. Das war beeindruckend, Tis. Du scheinst dich ja wirklich gut damit auszukennen. Nicht wirklich. Es ist nur so, dass die Luchsenseeschwalbe in etwa zur Saatzeit durch Norenda zieht. Und dann noch einmal zur Erntezeit. Sie gehören zu den Boten der Jahreszeiten. Nicht übel, Tis, nicht übel. Aber lass uns doch mal sehen, wie du dich bei Vögeln schlägst, die nicht in Norende vorkommen. Wie du dich bei Vögeln schlägst. Faye, du weißt, was ich meine. Der war gut. Ich weiß, der war mal... Oh, sowas von gut. Naja, wir sehen uns bei der Truhe wieder, wenn es hier überhaupt eine Truhe gibt. Ich habe ja vorher noch so gesagt, ne? Ich werde jetzt nicht alles noch einmal durchschauen, aber weil ich eben jetzt nicht so sicher bin, ob hier noch irgendwo eine Truhe lauert oder ich bin mir nicht so sicher, wo die Truhen sind. Deswegen schaue ich doch überall nochmal nach. Und was mir auch noch aufgefallen ist, du da unten, ne? Ja, du, ich rede mit dir. Fertig mit der Besichtigung, beeilen wir uns lieber und erwecken die Kristalle. Die hat jetzt schon dreimal etwas anderes gesagt, dass wir uns beeilen sollen und die Kristalle erwecken sollen. Das ist schon interessant. Warum wird uns das jetzt angezeigt? Oder warum haben sich jetzt die Entwickler die Mühe gemacht, hier ständig neue Texte einzufügen? Und ich habe nichts getriggert oder sowas. Ne? Normalerweise redet sie ja immer irgendwas anderes, wenn irgendwas getriggert wird. Aber das ist hier jetzt nicht der Fall. Ich gehe einfach von Ort zu Ort und jedes Mal sagt sie irgendwas anderes. Naja, mal schauen. Aber hier ist eine Truhe. Hahaha. Eigentlich habe ich ja gesagt im Schnelldurchlauf, aber ist mir jetzt wurscht. Longinus. Voll die Nuss. Ja. Naja, aber jetzt sehen wir uns gleich wieder irgendwo anders und so, ne? Aber ich freue mich, dass ich der gerade durch meinen Instinkt alles Mögliche wieder zu erkunden, ne? So gesehen, möglichst 100% zu schaffen, dass ich ihr dadurch auf die Eier gehe. Das freut mich. Naja, da seht ihr, da wird überhaupt nichts angezeigt. Und auf einmal gibt sie irgendwas zu bereden. Obwohl... Ich glaube, hier ist keine Truhe, aber ich schaue trotzdem mal rein. Und? Ist hier was? Nee, aber redet sie wieder was anderes? Da, es tut mir leid, ich werde alles in Ordnung bringen. Da seht ihr das. Heißt das jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, wenn irgendwie jetzt eine neue Welt so gesehen ladet, dass sie was Neues sagt? Okay, nein. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant, das muss ich euch sagen. Ich glaube... Ja, wir sehen uns bei den nächsten Truhen wieder. Die Sidequests werde ich jetzt nicht machen.
wie schon gesagt, ne? Die Drohnen haben jetzt Vorrang in diesem Part. Auch wenn es vielleicht jetzt wieder etwas Überlänge gibt. Aber ich möchte jetzt einfach in diesem Part das schaffen. So. Nein, nicht dahin. Langsam rastet sie aus anscheinend. Ich frage mich jetzt wirklich, was jetzt passiert. Wenn wir so weitermachen. Es ist interessant, das muss man sagen, ne? Also so ist das nicht, dass das extrem langweilig ist, dass wir immer wieder das Gleiche durchkauen. Und auch die Rückwege hier, das gestaltet das Ganze hier interessant. Also für das Konzept, dass sie jetzt diesen Weg eingeschlagen sind. Also mit, es wiederholt sich sehr viel. Machen sie das doch ziemlich interessant, muss ich an dieser Stelle sagen, ne? Habe ich schon gesagt, das ist interessant. So, ich glaube, hier wird nichts sein. Aber mir macht Spaß. Mir macht Spaß, das muss ich an dieser Stelle sagen. So, das war jetzt für die Wurst. Hurra, Wurst! Ich krieg Hunger. Was ist eigentlich mit dir? Jetzt besuchen wir alles Mögliche, ne? Ist hier irgendwas? Irgendwie kommt es mir so vor, dass es hier mehr Schmetterlinge gibt. Schmetterlinge. Eigentlich mal schauen. Hallo. Habt ihr Sehnsucht nach einem alten Mann? Was? Ihr habt vorher von Vögeln geredet? Okay. Ich möchte jetzt gerade was nachgucken gehen. Wieder zum Titelbildschirm. Vergeudet. Da schon wieder. Das bringt uns nicht weiter. Halt die Klappe. Vielleicht deswegen. Okay, jetzt check ich's vielleicht. Schauen wir jetzt mal kurz nach. Verlassen. Das möchte ich jetzt schon sehen. Muss ich irgendwas drücken? Nee, wie es ausschaut, nicht. Okay, okay, es war ein Versuch wert. Obwohl, ich weiß selber nicht so hundertprozentig, wie man das triggert, was dann kommen soll. Aber ich habe schon einen Gedankengang, warum da dann das dann passiert oder so. Naja, wir werden das eh sehen. Ich werde auf jeden Fall wieder zu den nächsten Truhen hinschnibbeln. Und hoffentlich werde ich diesmal nicht wieder irgendwas herumquasseln die ganze Zeit, weil sonst wird dieser Part noch länger. Und wollen wir das? Vielleicht ja, aber ich will es jetzt nicht. Nee. So, bis gleich. You showed skill making it to our central committee. But unfortunately... I'm in fine form today. Victor! Alas, you've grown more unstable than I had. Okay. Das war ein bisschen merkwürdig, würde ich hier an dieser Stelle sagen. Ich wollte hier einfach mal nachschauen, ob es hier eine Truhe gibt. Alles andere war mir jetzt mal wurscht. Just as cold as before. So, das ist, glaube ich, jetzt eh die letzte Truhe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hades Krallen, okay. Mal schauen, was die ganzen Truhen hier zu machen. Irgendwie hat das Feuer, die Kerzen hier, der Kerzenständer hat ein bisschen ausgesehen wie jetzt eine Kreatur und ich habe mich gewundert. Naja, aber Leute, ich glaube, das waren alle Truhen. Außer die Truhen, die es in den jeweiligen Tempeln gibt.
die werde ich einfach so mit euch dann gleich durchnehmen, wenn wir in den Tempeln drinnen sind. So, sagst du jetzt wieder etwas? Es tut mir leid, ich werde... Achso. Aber sie hat immer wieder was Neues gesagt. Mal schauen, ob ich mir dann die Mühe mache, auch das einzufügen. Ne, alle Texte von ihr. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das ist dann doch ziemlich viel Arbeit, aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall doch sehr interessant. Als ich dort unten war, bei... Wie heißt es? Hartschild, Schwertschild, Schwarzklingen, irgendwie so... Hat sie irgendwie so gemeint, willst du zuerst den Feuerkristall erwecken und so, ne? Das finde ich schon interessant, dass das jetzt so ortsbezogen war. Naja, aber Leute, ich denke mal, das... Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Da war alles, da war alles, da war... Ja, da war ich auch schon und... Ich glaube, beim Großschiff war ich noch nicht. Wenn ich mich jetzt ja nicht irre. Aber ich denke mal, dass... Okay, dann kommt hier auch noch ein Partygespräch. Alter, so viel! Das Partygespräch und eventuell die Truhe beim Großschiff, falls in diesem Dungeon dort unten, falls es dort eine Truhe gibt, werden wir dann im nächsten Part machen. Und dann werde ich mich wieder auf die Sidequests konzentrieren. Ich denke mal, ja, das dauert alles ziemlich lange. Ich probiere eh, dass ich hier jetzt alles Unnötige, sagen wir jetzt mal, rausschneiden. Ja, unnötig ist jetzt so ein subjektiver Begriff. Ich möchte halt so viel zeigen wie möglich. Und ich glaube, die Truhen, die sind es jetzt wert zu zeigen. Und jetzt auch die Sidequests alles noch einmal durchnehmen. Und ich bin ja generell einer, der nimmt sich gerne Zeit für die Spiele. Ich kann dann nicht einfach so durchwaschen. Bis zum Erdkristall ist es ein weiter Weg. Du solltest dich vorbereiten. Ja, 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 ja. Da jetzt sagt sie schon wieder was Neues. Und ich hätte nie dieses kleine, aber feine Feature gesehen, dass sie immer jetzt was Neues sagt. Das hätte ich durch das Erkunden jetzt nicht gesehen. Ne? Naja, aber Leute, das war's jetzt von diesem Part. Wir sehen uns dann wieder und so. Ihr kennt ja schon die ganze Wurst, was ich da immer wieder aufsage. Obwohl ich eigentlich immer irgendwas anderes sagen möchte, kommt immer das Gleiche raus. Ach ja, macht's gut und habt ein schönes Leben oder so. Prost!